Ich habe mir gedacht, dass ich heute diesen herrlichen Wintertag mit der schönen Sonne nutze für eine kleine Wanderung. Ich weiß noch nicht genau, wie die Wanderung dann verlaufen wird. Das werde ich unterwegs je nach Lust und Laune dann entscheiden. Aber schaut euch das an. Herrlicher Schnee hier. Und ich bin jetzt noch im Tal unten, also so gut wie im Tal. Und es hat jetzt die letzten Tage wirklich gut geschneit. Wir sind im Tal, würde ich mal sagen, etwa 10 cm Schnee. Und oben am Berg wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Es geht jetzt hier ziemlich steil, erstmal durch den Wald, den Berg hoch, ziemlich weit. Die Sonne sieht man da nicht so viel, aber sie kommt ab und zu mal zwischen den Bäumen durch. Und es ist total schön, wie der Schnee von den Bäumen runterrieselt. Der Aufstieg ist zäh, zieht sich ganz schön hin, aber ich genieße es an der frischen, kalten Luft, ein bisschen Sport zu machen. Und ja, bin schon gespannt auf den Ausblick oben. Ich sehe gerade, es zieht ein bisschen zu, es kommen ein paar Wolken auf. Bin mal gespannt, ob die Sonne da nochmal durchkommt. Solche Touren wie heute, die mache ich jetzt nicht nur aus Trainingszwecken, sondern weil ich einfach total gerne auf den Berg gehe und hier in der Nähe wohne und die Natur einfach für mich wie ein Lebenselixier ist. Also wenn man mal Stress im Büro hat oder sonstigen Stress oder irgendwelche anderen anstrengenden Dinge oder eine Krankheit hinter sich hat oder was auch immer, ist für mich immer das Beste, danach auf den Berg zu gehen. Da wird der Kopf frei, da wird der Atem frei. Wie ihr auch gesehen habt, war ich jetzt regelmäßig beim Schwimmen im kalten Wasser und ich werde es natürlich weiterhin fortsetzen. Ich werde demnächst mal ein Video machen, wo ich noch ein bisschen genauer darauf eingehe, warum ich das mache und warum ich das für mich persönlich für sinnvoll halte. Ich denke, das wird sicher interessant. Was mein Training angeht, muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht auf Top-Level trainiert, aber ich mache regelmäßig was und die Regelmäßigkeit ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich versuche ausgewogen zu trainieren. Mein Ziel ist ja nächstes Jahr so fit zu sein, dass ich meinen Alpencross überstehen kann. Ob ich das erreichen werde, weiß ich noch nicht, aber ich habe es wirklich ernsthaft vor. Und bei so einem Extremalpencross ist natürlich die Willenskraft ein ganz entscheidender Faktor, vor allem wenn man auch alleine unterwegs ist. Aber die Willenskraft alleine reicht nicht, weil das so brutal anstrengend ist. Wenn du die nötige Fitness nicht hast, hilft dir die ganze Willenskraft nicht. Du kommst einfach dann irgendwann nicht mehr weiter. Und den Fitnesslevel möchte ich auf jeden Fall erreichen. Und dann möchte ich schauen, ob ich es durchziehen kann, ob ich es durchhalte. Und dann, glaube ich, wird es auch ein fantastisches Abenteuer. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Noch viele Bergtouren stehen jetzt an. Skitouren werde ich machen. Ich gehe auch regelmäßig laufen, wobei ich jetzt das die letzten Tage vernachlässigt habe. Und natürlich ist Krafttraining auch eine wesentliche Komponente für mich, nämlich für die Körperstabilität. Und beim Alpencross werde ich auch einen 10 Kilo Rucksack und ein 15 Kilo Bike im Berg rauftragen müssen. Oder nee, 13 Kilo wiegt das Bike, glaube ich. Und da brauchst du auch ein bisschen Kraft, um das durchzustehen. Alles andere ist dann tatsächlich Härte und Willenskraft. Und das ist aber auch das, was am Ende den Reiz ausmacht. Ich bin jetzt ungefähr auf 1180 Höhenmetern und habe ungefähr 660 Höhenmeter Anstieg hinter mich gebracht. Ich merke jetzt langsam die Auswirkungen davon, dass ich auf leeren Magen losgegangen bin. Ich habe heute noch nichts gegessen. Macht es nicht nach. Es ist nicht unbedingt so clever, das zu tun. Ich bin heute so spontan aufgebrochen, dass ich einfach gar nicht so richtig dran gedacht habe. Ich habe zumindest einen Käse und einen Schinken dabei und ein bisschen Wasser. Das sind jetzt natürlich keine Kohlenhydrate, aber Fett und Protein. Und es wäre natürlich besser, Kohlenhydrate im Bauch zu haben, wenn man auf so eine Tour geht. Ich kenne meinen Körper jetzt ganz gut. Ich weiß, dass es für mich kein großes Problem ist. Ich halte es auf jeden Fall durch.
Aber ein bisschen merkst du es dann schon, dass so im letzten Stück die letzten 10-20% Power fehlen einfach. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Ich denke, dass ich in 15 bis 20 Minuten oben aus dem Wald rauskomme und dann habe ich auf jeden Fall eine schönere Sicht. Ja, ich komme jetzt raus aus dem Wald. Ich bin aber nicht sicher, ob ich da hochgehen kann, weil das ein Klettersteig ist. Und ich muss mir das mal anschauen, wie es mit dem Schnee aussieht. Aber vermutlich wird es schwierig, da hochzugehen. Aber trotzdem bin ich froh, hier oben in der wundervollen Schneelandschaft zu sein. Es ist einfach fantastisch. Also Wanderer sind hier kaum unterwegs. Dafür aber jede Menge Hasen, wie man an den Spuren hier im Schnee erkennen kann. Es schneit jetzt ein bisschen und der Schnee, der schluckt ja den Schall. Deswegen hat man im Winter eine besondere Stille auf dem Berg. Und es ist gerade eine ganz entspannende Situation. Also das ist fast ein bisschen wie Meditation. Der Zugang zum Klettersteig, der war jetzt komplett eingeschneit. Und es waren keinerlei Fußspuren da. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt diesen Winter nicht unbedingt die Erstbegehung machen. Deswegen ändere ich jetzt meinen Plan ein bisschen und laufe mal in eine andere Richtung und schaue, was sich so ergibt. Ja, es gibt noch einen anderen Weg hoch zum Gipfel. Der ist weniger ausgesetzt, aber trotzdem steil. Und den versuche ich jetzt zu gehen und ich schaue mal, wie weit ich komme. Es wird jetzt in dem Schnee merklich schwieriger voranzukommen. Und es gibt eigentlich kaum mehr eine Spur hier. Aber es ist auf jeden Fall keine Absturzgefahr. Und wenn man sich das anschaut, die Natur hier, dann ist es jede Minute wert, die man hier oben verbringt. Ich glaube, ich bin jetzt auf ca. 1500 Meter Höhe, vielleicht ein bisschen mehr. Und es geht noch weiter hoch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie weit es noch ist bis zum Gipfel. Wahnsinn, ich bin gleich oben. Ich habe es fast geschafft. Da hinter mir ist der Gipfel. Es ist jetzt ein bisschen steil, aber es gibt zum Glück eine Seilversicherung. Ich muss jetzt gut aufpassen, weil es schon ein bisschen rutschig ist, aber es geht. Da sind Gämsen. Das sind zwei. Da unten ist noch eine. Wow, schön. Ich gestehe, ich habe jetzt größere Bedenken weiterzugehen, weil das Seil unterm Schnee begraben ist und überhaupt keine Spur mehr zu sehen ist. Und auch wenn ich jetzt nur noch vielleicht 20 Höhenmeter unterm Gipfel bin, halte ich das jetzt für zu riskant. Und werde an der Stelle umkehren, weil das ist es einfach nicht wert. Und ich war immerhin fast oben.
Das ist ja auch nicht schlecht. Und die Aussicht hier ist der Wahnsinn. Also das ist unglaublich schön. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hochzukommen. Es ist echt irre. Also die ist jedenfalls geschickter zu Fuß als ich. Unterwegs gehe ich jetzt einen anderen Weg. Durch den unberührten Schnee. Macht Spaß, ist aber anstrengend. Schneewandern überhaupt ist natürlich deutlich anstrengender als normales Wandern. Man muss ständig aufpassen, weil man nie genau sieht, was unter dem Schnee ist. Wo ist eine Wurzel, wo ist ein Stein, wo ist ein Loch. Und man muss sich halt immer durch den Schnee kämpfen. Jetzt bin ich gerade wirklich froh, dass ich ein GPS an der Uhr habe. Weil in dem Gewirr hier von Steinen und Schnee würde mir einen Weg sonst nicht erkennen. Und jetzt kann ich mich zumindest gut an dem Track orientieren und verlaufe mich nicht. Jetzt habe ich das steilste Wegstück hinter mich gebracht und bin auf dem Heimweg. Es sind jetzt ungefähr noch 5 Kilometer, aber auf einer einfachen Forststraße. Und während ich abgestiegen bin, habe ich mir gedacht, man muss echt bei solchen Winterwanderungen ganz schön aufpassen. Und eigentlich wäre es besser, wenn man zu zweit losgeht. Weil stell dir mal vor, du steigst halt durch den Wald ab, egal ob das jetzt weiter oben oder irgendwo in der Mitte ist, rutscht aus, was ja im Schnee leicht mal passieren kann, brichst dann Haxen und bist nicht mehr fortbewegungsfähig. Was machst du dann? Also Handyempfang habe ich hier keinen. Da kommt vielleicht am Tag, wenn überhaupt, einmal jemand vorbei, da oben. Wie man gesehen hat, war ja teilweise war überhaupt nichts gespurt. Das Risiko darf man nicht ganz unterschätzen. Also so schön und romantisch wie das ist, eine gewisse Restgefahr ist auch immer dabei und da muss man sehr bewusst unterwegs sein und gut aufpassen. Also Leute, bevor ihr sowas macht, überlegt euch das genau, ob ihr fit dafür seid und am besten nehmt ihr einen Partner mit, der im Notfall Hilfe holen kann. Das wäre eigentlich das Sinnvollste. Also in dem Fall bin ich vielleicht ein bisschen ein schlechtes Vorbild. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem.